Mit dem 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps startet die WEC am 1. Mai-Wochenende in ihre Supersaison 2018-19. Nach dem Ausstieg der LMP1-Werksmannschaft von Porsche haben die Macher von ACO und FIA der Langstreckenweltmeisterschaft einige Neuerungen verpasst. Mehr Wettbewerb, engere Rennentscheidungen und mehr Show und Aufmerksamkeit sollen erreicht werden, um die WEC in eine gesunde Zukunft zu führen. Wir stellen die Neuheiten zur Saison 2018-19 vor. Kalender komplett verändert. Die WEC nutzt die Phase mit wenig Herstellerbeteiligung in der Top-Klasse für einen Umbruch, den man schon vor Jahren angedacht hatte. Die 24 Stunden von Le Mans, das Kronjuwel der Langstrecken-WM, wird endlich zum Saisonfinale. Auf dem Weg zu dieser Lösung gab es zwei Möglichkeiten: eine extrem kurze Saison von Januar, Februar 2018 bis zum Klassiker in Frankreich Mitte Juni, oder die nun gewählte Marschroute mit einem Kalender über den Jahreswechsel hinweg. Die 24 Stunden von Le Mans sind gleich zweimal Bestandteil der Supersaison 2018-19. Direkt nach dem ersten Saisonrennen in Spa-Francorchamps. 5. Mai folgt der erste Dauerlauf an der Saate. Im Juni 2019 wird die Saison mit dem zweiten Rennen in Le Mans abgeschlossen. Dazwischen gastiert die WEC in Silverstone, Fuji, Shanghai, Sebring und ein zweites Mal in Spa-Francorchamps. Privatteams gegen Toyota. Die Macher von ACO und FIA wollen trotz des Abschieds von Porsche aus der Top-Kategorie einen engen Wettbewerb um Gesamtsiege sehen. Ergo muss neue Konkurrenz für Toyota her. Da keine Hersteller in Sicht sind, sollen es nun also die Privatteams richten, die mit deutlich kleineren Budgets agieren als das Werksteam aus Japan. Die Regelhüter haben die sogenannte Äquivalenz of Technology EOT als Mittel zur Angleichung der Fahrzeugperformance. Die privaten LMP1-Autos müssen ein Mindestgewicht von 833 Kilogramm auf die Waage bringen, der Toyota TS050 Hybrid hingegen satte 878 Kilogramm. Zudem sind die Autos der Japaner im Benzindurchfluss, also der zur Verfügung stehenden Energie für den V6-Verbrenner, erheblich eingeschränkter als die Konkurrenten. Mehr noch, Toyota darf pro Stint EOT vom WEC Prolog in Le Castellet nur 35,1 Kilogramm Benzin tanken. Die Gegner lassen 54 Kilogramm in die Tanks strömen.
Ebenfalls neu, ab sofort dürfen die Räder beim Boxenstopp während auch des Tankvorgangs gewechselt werden. Punkt, 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 Punkt. Fernando Alonso und Co., neue Fahrer in der WEC Toyota, hat ein klares Ziel: endlich bei den 24 Stunden von Le Mans siegen. Punkt, 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 Punkt. Das gleiche Vorhaben hat auch Formel 1 Superstar Fernando Alonso, der die Triple Crown des Motorsports mit Erfolgen im Grand Prix von Monaco, beim Indy 500 sowie in Le Mans erreichen möchte. Punkt, 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 Punkt. Also hat der Spanier bei den Japanern angedockt. Ein Weg, der erst durch die McLaren-Trennung von Antriebspartner Honda geebnet wurde. Punkt, 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 Punkt. Für Alonso wurde sogar das WEC-Rennen in Fuji verschoben, um eine Terminkollision zu vermeiden. Punkt, 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 Punkt. Der Spanier ist zweifellos das große Zugpferd für Toyota und die gesamte Langstrecken-WM. Aber es gibt weitere Prominenz, die in diesem Jahr in der WEC antritt. Punkt, 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 Punkt. Pastor Maldonado geht in der LMP2-Kategorie für Dragonspeed auf die Jagd. Guido van der Garde ist für das Racing Team Nederland im Einsatz und Giancarlo Fisichella startet in einem Ferrari in der GTE am Klasse. Punkt, 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 Punkt. WEC Neueinsteiger BMW bringt unter anderem Ex-DTM-Champion Martin Tomczyk. BMW steigt neu ein, vier neue Privatteams wittern ihre Chance im Kampf um den Gesamtsieg gegen Toyota. Punkt, 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 Punkt. Rebellion kehrt mit dem neuen R13 Orica Gibson in die Top-Kategorie zurück. SMP ließ sich bei Dallaire den BR1 entwickeln und bauen. Ein baugleiches Chassis kaufte sich Dragonspeed und Manor setzt auf den neuen Ginetta Meca Chrome. Punkt, 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 Punkt. Das Team B-Collis hat seinen Enzo CLMP101 Nismo erheblich weiterentwickelt. In der LMP2-Kategorie sind endlich auch die Hersteller Dallaire und Ligier vertreten. Punkt, 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 Punkt. Mit ganz neuen Waffen treten in der GTE Pro-Kategorie die Neueinsteiger von BMW und die amtierenden Le Mans Champions von Aston Martin an. Punkt, 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 Punkt. Der M8 aus Deutschland und der Vantage aus Großbritannien sind auf dem Weg in die Saison 2018-19 umfangreich getestet worden. Punkt, 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 Punkt. Erst die Rennen in Spa und Le Mans werden zeigen, ob den Verantwortlichen eine passende Balance auf Performance BOP gelungen ist. Punkt, 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 Punkt. Die Gegner heißen Porsche, Ford und Ferrari. Total Treibstoff und USTV Deal. Die WEC hat seit diesem Jahr einen neuen Partner für die Bereitstellung von Kraftstoff. Punkt, 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 Punkt. Die französische Marke Total löst den langjährigen Spritlieferanten Shell ab. Punkt, 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 Punkt. Die beiden im Fahrerlager überall bekannten beiden Shells, Kurt Tracki und Peter Vordemann, Projektleiter, sind auf der Suche nach neuen Engagements im Motorsport, während Total gleich eine ganze Armada von Mitarbeitern zum WEC-Prolog nach Le Castellet schickte.
Punkt, 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 Punkt. Was sich an den Konditionen für die Teams ändern wird, die den Treibstoff beim Serienbetreiber einkaufen müssen, ist noch nicht bekannt. Umdenken müssen hingegen die Langstreckenfans in Nordamerika. Punkt, 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 Punkt. Die WEC hat Fox Sports als Sender für Live-Übertragungen verloren. Punkt, 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 Punkt. Nach 10 und langen Verhandlungen einigte man sich mit den Anbietern Velocity, PayTV per Satellit und Kabel und Motor Trend Online-Kanal auf einen Deal. Punkt. Der Nachteil zusätzlich zu den Abokosten, die 4WEC-App unterliegt in den USA und Kanada außer Quebec einem Geoblocking, weil man Exklusivität vereinbart hat. Punkt. 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 Punkt.